In der Nacht blieb alles ruhig. Nur das regelmäßige Rattern der Räder auf dem Asphalt und das Vorüberziehen der überholenden Autos war zu hören. Nur zu einer kleinen Rast an einer Tankstelle hielten wir an. Danach wechselten sich Sarah und Jake mit dem Fahren ab, aber sonst gab es keinerlei Reibungen. Wir Hunde schliefen die ganze Nacht hindurch. Es war, als hätten wir am Tag zuvor einen großen Spaziergang gemacht, weil alle so müde waren. Vielleicht lag unsere Müdigkeit aber auch an diesen kleinen grünen Pillen, die noch immer Wirkung zeigten. Naja, irgendwie tat uns der Schlaf ja auch gut und neben mir hörte ich Sniper einige Male zufrieden seufzen. Nur Charlie lag noch wach. Er war mächtig stolz darüber, dass er sich damals Thunder, meinem bereits verstorbenen Bruder, John und mir angeschlossen hatte. Ich habe ihn gefunden, als Tom Charlie als Welpen angegriffen hatte. Damals waren Tom und ich noch verfeindet und wir konnten uns auf den Tod nicht ausstehen, weil er sich für etwas Besseres hielt und mit seiner showreifen Reinreißigkeit und seinem Hof angab. Er hatte den armen Charlie völlig grundlos durch die Luft geschleudert, bis ich den Welpen aus dem festen Griff des gestreiften Hundes befreien konnte. Seitdem lebte Charlie bei uns. Er war sehr oft bei Thunder, unserem Mentor, gewesen und hatte von ihm so einiges gelernt, was man als Straßenhund zum Überleben brauchte. Und wie man ihm ansah, sogar noch mehr. Nachdenklich starrte er in die Dunkelheit und überlegte. Es war nicht zu übersehen, wie erwachsen er in den letzten Monaten geworden war. Seine Brust und Ohren sowie Schweif und Bauch waren mit daunenweichem Fell befedert. Das Rückenfell war drahtig und das Fell an seinem Kopf kurz und seidig weich. Seine haselnussbraunen Augen strahlten Intelligenz und pure Treue aus. Wenn er sich bewegte, konnte man die Muskeln unter seinem dunkelgoldenen, glänzenden Fell spielen sehen. Ein traumhafter Anblick. Charlie war wirklich ein Prachthund. Irgendwann, mitten in der Nacht, fingen Sarah und Jake zu streiten an. Irgendwie kamen wir von unserem Zielort anscheinend nicht näher, sondern entfernten uns immer weiter. Das lag wohl daran, dass Jake den Straßenplan verkehrt herumgehalten hatte. »Na toll, und was jetzt?« fragte Sarah wütend. »Wir sind seit 3 Stunden unterwegs und hätten in die komplett andere Richtung fahren müssen.« Jake lief rot an. Ihm war die Sache ziemlich peinlich. Wir fuhren in eine Autobahnraststätte und hielten an. »Wir können die Nacht in dem Hotel übernachten, dann können wir morgen weiterfahren«, schlug er vor. Sarah sah weniger überzeugt aus, aber ihr blieb nichts anderes übrig. Sie hatte Jake geheiratet und musste mit seiner Tollpatschigkeit leben. Basta! Wir Hunde wurden noch einmal rausgelassen, damit wir die Nacht nicht mehr mussten und schnupperten in der Gegend herum. In Amerika roch es anders als in Spanien. Nicht so erdig, es roch grüner und mehr nach Abgasen. Mit dem Müll schien man hier das gleiche Problem zu haben wie in Spanien. Überall lagen Plastiksäcke mit allerlei Essensresten herum. Wenigstens etwas, das gleich geblieben war. Wenn auch auf eine eher negative Weise. »Kommt es nur mir so vor oder riecht es hier salzig?«, fragte Seven, der die Nase in die Luft hob und schnupperte. Ich schnupperte ebenfalls. Tatsächlich, zwischen dem Müll, Auto und Grüngeruch konnte man tatsächlich Salz riechen. »Was meinst du, wo das herkommt?«, fragte ich. Sunny war ebenfalls verwirrt. »Das wird vom Meer kommen«, meinte Tom. »Was ist eigentlich ein Meer?«, fragte Bailey und Charlie gleichzeitig. Sie hatten zwar schon davon gehört, aber nie verstanden, um was es dabei eigentlich ging. Seven lächelte. »Das ist ein riesiges Loch in der Erde, mit salzigem Wasser gefüllt. Es ist so groß, dass man das andere Ende nicht mehr sehen kann. Irgendwann am Horizont sieht es so aus, als würde die Erde einfach aufhören.« Ich konnte mir darunter nichts vorstellen, nicht im geringsten. Mir machte die Vorstellung sogar Angst, die Erde könnte einfach irgendwann aufhören. Und was kam danach? Tausende Fragen schossen mir durch den Kopf. »Naja, was soll's«, heiterte Seven die allgemeine Stimmung wieder auf. »Wenn euch nichts ausmacht, würde ich mir jetzt gerne ein bisschen die Beine vertreten. Kommt wer mit?« Ich nickte und Sunny kam mit Tom ebenfalls herbeigetrabt. Bailey, Charlie und Sniper warteten lieber bei Jake und dem Auto. Jake rief nach uns, doch wir ignorierten ihn dezent. Es gab jetzt nichts, was unseren Entdeckungsdrang hätte aufhalten können. »Sam, Seven, Sunny, Tom, hierher!« rief Jake, doch wir waren schon in die Sträucher, die den Parkplatz begrenzten, abgetaucht. Es half nicht einmal, als Jake seine dämliche Hundepfeife benutzte. Er musste ja jetzt mal warten. Schließlich hatte er ja nicht 3 Stunden lang auf engstem Raum mit anderen Personen zusammen sein müssen. Und da zählte Sarah nicht mit, denn zu der hatte er während der Fahrt einen gesunden Abstand gehabt. Wir hatten nur zu 7 den Kofferraum eines durchschnittlichen PKWs gehabt. Na also. »Hier sieht es aber ganz anders aus als bei uns«, gab Seven zu bedenken. Als wir über eine Wiese blickten, die grüner nicht hätte sein können, es war einfach traumhaft. Der Vollmond schien über das Gras und tauchte es in Silber. Wind strich über die Halme und brachte das lange Gras wellenförmig in Bewegung. »Wir sind im Paradies gelandet«, seufzte Sunny und setzte sich. Der Anblick rührte sie so sehr, dass ihr die Tränen kamen. »Jetzt wird alles gut, ich glaube daran. Ja, ich glaube ganz fest daran, dass wir im Paradies gelandet sind.« »Oder eine Autobahnraststätte mit einem verkommenen Motel und einer schönen Wiese dahinter«, grinste Sunny. Wir sahen ihn an. »Ups, unangebrachter Kommentar, schon kapiert«, sagte er und zog sich zurück.
Noch eine Weile saßen wir einfach nur da und hörten der Stille zu. Na gut, sie wurde nur von Jake unterbrochen, der noch immer nicht aufgegeben hatte. Los Leute, gehen wir zurück, bewegte ich die anderen. Sie folgten mir durch das Gestrüpp und schlenderten auf Jake zu, der alles andere als erfreut aussah. Böse Hunde, rief er aufgebracht. Warum waren wir böse? Wir hatten doch gemacht, was er von uns gewollt hatte. Wir waren doch zu ihm gekommen, oder nicht? Wurden wir jetzt dafür bestraft? Ich hoffte nicht. Gerade als Jake uns an die Leine nehmen wollte, um uns wieder in ein Auto zu stecken, stach ihm ein auf Fernlicht gestellter Scheinwerfer ins Gesicht. Ein Wagen kam angerast, hielt mit quietschenden Reifen an, die Fahrertür wurde aufgerissen und eine weiße Hündin herausgeworfen. Nein, sie war nicht weiß, sie war gestreift wie TomTom, eine Kaikan-Hündin. Nachdem man sie herausgeworfen hatte, fuhr der Wagen einfach weiter. »Halt!« rief sie verzweifelt. »Halt, du Idiot! Was machst du denn da?« Ein Geruch stich mir in die Nase, den ich fast vergessen hatte. Er ließ mir jedoch das Blut in den Adern gefrieren. Ungewollt spannte sich meine Rückenmuskulatur an. Ich wollte fliehen, aber ich hatte Jake an meiner Seite. Wenn er dabei war, würde mir ja nichts passieren. »Der schwarze Mann«, sagte ich, und Seven sah mich entgeistert an. »Ich dachte, er wäre tot«, knurrte er. »Ich auch«, gab ich zu. »Doch es schien nicht so zu sein. Er lebte, und wenn er lebte, und wenn er mich gesehen hatte, dann hatte ich jetzt so einige Probleme am Hals. Ich mochte gar nicht darüber nachdenken. Das war gar nicht gut, überhaupt nicht gut.« »Halt«, rief die Hündin, »lass mich nicht hier sitzen!« »Kann ich irgendwie helfen?«, fragte ich sie. Sie sah mich an und ihre giftgrünen Augen trafen mich wie ein Tritt in die Seite. Sie sah aus, als hätte sie mich am liebsten auf der Stelle gekillt. »Du«, knurrte sie, besann sich dann aber eines Besseren. Ich verstand überhaupt nicht, was eigentlich los war. »Klar kannst du helfen, indem du nicht einfach nur dumm herumstehst. Geh einfach aus dem Weg und lass mich in Ruhe, du Plage!« Ich hatte keine Ahnung, was ich ihr je getan hatte, dass sie so unfreundlich war. Wahrscheinlich hatte sie denselben unliebsamen Charakter wie Caprice, Baileys Mutter. Verdutzt über diese unfreundliche Antwort, machte ich einen Schritt zur Seite. Die Hündin schoss an mir vorbei und wollte hinter dem Auto her, doch sie war zu langsam. Das schaffte sie nie. »Mist!« rief sie und plötzlich beschleunigte sie. Mir kam es so vor, als würde ein schwarz-weißer Pfeil hinter dem Auto herjagen. »Hey! Achtung! Da vorne ist der Highway! Du wirst überfahren, wenn du dorthin läufst!« bellte ich zur Warnung. Ich wunderte mich, woher ich diesen Ausdruck kannte, erinnerte mich dann aber an einen Film, den sich Jake einmal in der Flimmerkiste angesehen hatte. »Wow, was du nicht sagst! Eröffne doch eine Studie darüber, du Scherzkeks!« Diese Bemerkung machte mich wirklich rasend. Sollte sie doch dem Auto hinterherrennen, bis sie untot umfiel. Vielleicht dauerte das ja gar nicht mehr so lange. Wenn sie unbedingt zum schwarzen Mann zurück wollte, dann sollte sie doch. Er würde sie töten, bevor sie die Gelegenheit dazu bekam, ihm Hallo zu sagen. Während die Hündin immer weiter rannte, verschwamm ihre Gestalt zu einem undeutlichen Punkt in der Ferne. Ich rannte hinterher. Die anderen merkten meinen plötzlichen Sinneswandel und folgten mir nach. Jake holte sein Auto und raste ebenfalls hinterher. Sarah hatte er einen flüchtigen Gruß zugewinkt. Er würde gleich wiederkommen. »Cheyenne!« rief TomTom. Ich beachtete das nicht. Ich war zu konzentriert auf das Rennen, dass ich gar nichts mehr um mich herum bemerkte. Plötzlich ein schmerzverzerrtes Jaulen in der Ferne. Erschrocken fuhr ich hoch und rannte in seine Richtung. Die Hündin lag am Seitenstreifen, ihr linkes Hinterbein war blutverschmiert und sie war bewusstlos. »Hey, sag doch was!« jaulte ich, doch die Hündin rührte sich nicht. Jake packte sein Auto auf dem Seitenstreifen und kam zu uns gerannt. »Sch!« rief er und wir trollten uns. Wir wussten, dass er ihr helfen konnte, wenn er es nicht schon zu spät war. Plötzlich regte sich die Hündin und zuckte. Sie schlug mit den gesunden Pfoten um sich und traf Charlie, den es umwarf. »Idiot«, knurrte sie Jake an. »Ich muss weiter! Lass mich los!« Jake jedoch hatte sie nicht einmal berührt. »Lass mein Bein gefälligst los! Ich muss ihm hinterher und ihm die Kehle durchbeißen, diesem Mann!« Schon wieder wurde sie ohnmächtig. Jake holte seinen Verbandskasten aus dem Wagen und versorgte ihr das Bein, so gut es ging. Dann brachte er sie zu seinem Auto und zurück zu dem Motel. Er fragte einen unfreundlichen, ungepflegten Kerl an der Rezeption nach einer Tierklinik in der Nähe. Er hatte ja nicht die nötige Ausrüstung für eine Operation dabei und der gab ihm Auskunft, dass er Glück hätte, denn es sei eine kaum 10 Minuten von hier entfernt. Sofort fuhr Jake los und ich durfte mit TomTom mitkommen, aber nur, weil er darauf bestanden hatte. »Meine Güte, Cheyenne, was hast du dir nur dabei gedacht?« wimmerte er und leckte der Hündin das Gesicht. »Kennst du sie?« fragte ich TomTom. TomTom nickte wimmernd. »Wir sind zusammen aufgewachsen. Sie ist meine Halbschwester. Wir haben denselben Vater, aber verschiedene Mütter.« »Cheyenne heißt sie? Das klingt aber nicht sehr japanisch«, gab ich zu bedenken. TomTom lächelte und schüttelte dann den Kopf. »Früher war ihr Name Sakura, das bedeutet Kirschblüten auf Japanisch. Ein schöner Name, doch dann hat man sie nach Amerika verkauft und diese Tölpel haben sie Cheyenne umgetauft. Diese Banausen!« »Sakura«, sagte ich, »ein wirklich schöner Name. Wer hat sie nur umbenannt?«
Man sah TomTom an, dass er sich große Sorgen um seine Halbschwester machte, und als Jake anhielt, um sie in die Tierklinik zu bringen, bellte er wütend herum. Zum Glück durften wir mitkommen. Man brachte Cheyenne sofort in einen OP-Saal und ließ uns warten. Wir warteten und warteten. Jake durfte mit in den Raum, wo man operierte. Schließlich war er selbst lizenzierter Tierarzt und hatte das Recht darauf. Mein Name ist Jacob Carter. Dieser Hund wurde auf dem Highway angefahren und ich wollte fragen, ob ich ihn hier operieren kann. Zuerst lachte man ihn aus, weil es zu dämlich klang, was er gesagt hatte. Doch dann, als er sagte, dass er Fachtierarzt für Chirurgie war, ließ man ihn gewähren. Es kostete zwar trotzdem etwas, dass er Cheyenne operierte, aber es war um einiges günstiger. Eine nette Dame namens Charlotte saß bei TomTom und mir draußen und streichelte uns. »Na, du bist ja ein Hübscher«, sagte sie zu mir und streichelte meine weiche Brust. Ich legte mich auf den Rücken und ließ sie meinen Bauch kraulen. Dabei zuckte ich genüsslich mit der Hinterpfote. »Schon gut, Adonis, sie hat's kapiert«, knurrte TomTom. Er war wohl eifersüchtig. »Neidisch«, grinste ich von unten zu ihm herauf. »Auf dich? Ach komm schon, gib's zu, hier ist keiner, der dich verstehen könnte.« TomTom sah mich nur mit zusammengekniffenen Augen an. Charlotte kraulte ihn zur Abwechslung mal zwischen den Ohren, wobei er ihr den Kopf auf die Knie legte. »Und du sagst, ich soll mich nicht so aufspielen.« Als Jake nach mehr als einer Stunde erschöpft aus dem OP-Saal kam, setzte er sich erst einmal neben Charlotte, die beim Warten eingenickt war. Ich hatte mich neben sie auf einen Stuhl platziert und ihr den Kopf auf den Bauch gelegt. Sie streichelte mich, als sie aufwachte, und sah Jake an. »Wie lange sitzen Sie denn schon hier?«, fragte sie etwas zögerlich. Sie hätte wohl nicht einschlafen dürfen. »Sie haben es verpasst, aber gestern Nacht bin ich mit der OP fertig geworden«, lächelte er. »Nein, ernsthaft, wie lange sind Sie schon hier?« »2 Minuten, länger nicht.« Erleichtert räusperte sich Charlotte. »Tut mir wirklich leid, ich habe einen langen Tag hinter mir und dann habe ich auch noch die Nachtschicht aufgehalst bekommen. Ich wollte nicht einschlafen.« Ich schleckte sie einmal übers Gesicht, um ihr zu zeigen, dass es mir nichts ausmachte. »Was für ein schöner Hund. Was ist das für eine Rasse?«, fragte sie neugierig. »Ein Mischling. Ich habe ihn aus Spanien. Er wäre beinahe in einer Tötungsstation umgebracht worden, aber ich habe ihn befreit. Er scheint so eine Art Flat-Coated Retriever Australian Shepherd Mischling zu sein.« Jake klopfte mir den Rücken. »Ja, so ist er, unser Sam.« Charlotte knuddelte mich. »Ein echter Straßenhund. Das sieht man ihm aber gar nicht an. Oder warten Sie, was hat er da für Narben an den Schläfen?« »Tierversuche«, sagte Jake traurig, und Charlotte schnappte nach Luft. »Sagen Sie nicht, Sie hätten ihn aus einer Tötungsstation?« »Ja, aber er ist entkommen und doch irgendwie wieder eingefangen worden. Er hatte viel Pech im Leben, wissen Sie?« »Der Arme.« »Hey, ich bin auch noch da«, knurrte TomTom und quetschte seinen Kopf zwischen Jake und Charlotte. »Ja, und das ist TomTom, ein Kaiken«, stellte Jake den gestreiften Hund vor. »Ein was?«, fragte Charlotte. »Kaiken, eine japanische Jagdhunderasse.« »Aha«, Charlotte nickte und kraulte Tom am Rücken. »Was für ein lustiges Fellmuster, wie bei einem Tiger Dog.« »So wird die Rasse in Amerika genannt, ja«, lächelte Jake und sah auf die Uhr. »Cheyenne wird bald aufwachen, ich geh mal nachsehen.« TomTom und ich sahen uns an, woher er wohl ihren Namen wusste. Da fiel mir ein, dass Cheyenne oder Sakura ein Halsband getragen hatte, auf dem ihr Name gestanden haben konnte. Genau wie bei mir und allen anderen Hunden auch. Noch dazu hatte uns Jake einen Ortungschip eingepflanzt, sodass er uns immer finden konnte, wenn wir mal verloren gingen. Das Ding spürte ich zwar nicht, aber der Gedanke, dass man mich überall beobachten und finden konnte, egal wo ich mich aufhielt, gefiel mir überhaupt nicht. Noch dazu hatte er TomTom nach seinem Abenteuer mit Sunny entmannt. Ich hoffte nur, dass mir das nicht auch passieren würde. Kurze Zeit später tauchte Jake mit Cheyenne auf, die etwas wackelig stand. Ihr Hinterbein war dick in Gips eingewickelt. Es sah einfach nur lächerlich aus, wie sie ihr Bein hinterherzog. »Lach nicht«, knurrte sie mich an. »Na toll, jetzt fiel mir das sogar noch schwerer.« »Ich hab dich ja gewarnt«, sagte ich schadenfroh. »Wer muss also jetzt eine Studie über unnützes Wissen eröffnen? Werde ich überfahren, wenn ich auf dem Highway einem Auto hinterherrenne? Oder du über, wie fühlt es sich an, wenn man auf dem Highway angefahren wird, weil man nicht auf Studie 1 gehört hat? Ach, halt die Klappe!« »Ich hätte mich jetzt entschuldigen sollen, weil ich dich vorhin mit jemandem verwechselt habe, der genauso aussieht wie du. Aber jetzt bemerke ich, dass du ein genauso großer Vollidiot bist wie dieser John. Hast du einen Bruder hier oder sowas?« Ich blieb wie angewurzelt stehen. »Hast du das auch gehört oder bilde ich mir das nur ein?«, fragte ich TomTom. TomTom sah skeptisch aus. »Und dieser John sah genauso aus wie unser Sam?« »Sogar der Geruch war derselbe«, antwortete Cheyenne. »Wo hast du ihn gesehen?«, bellte ich. »Ich wollte unbedingt wissen, wo ich meinen Bruder finden konnte. Wie war der überhaupt hierher gekommen? Er war also doch nicht tot.« »Immer langsam mit den jungen Hunden«, sagte Cheyenne. »Wenn er wirklich dein Bruder ist, möchte ich dir diesen Stich ersparen.« Mit einem Mal war meine Laune im Keller. »Wo ist er?«, knurrte ich nur noch etwas heftiger.
Jake sah mich verwundert an. Er kapierte ja nicht, welch emotionale Konversation hier unten gerade auf Hündisch stattfand. Los Angeles, da komme ich gerade her. Dieser Johnson, er hat meinen Wilson entführt und mich rausgeschmissen. Er wird ihn töten, er wird meinen Wilson töten. Ich zitterte. Sie meinte wohl den schwarzen Mann. Wahrscheinlich hatte er hier einen anderen Namen. »Wo ist John?« fragte ich noch einmal vorsichtig. Auch da brach Cheyenne erschöpft zusammen. Jake hob sie hoch und trug sie die letzten Meter zum Auto. »Wir kümmern uns in der neuen Praxis um dich«, sagte er und legte sie in den Kofferraum in eine Box, die er extra für sie gemietet hatte, damit wir ihr nicht versehentlich wehtaten. »Na, klasse«, seufzte Cheyenne, als wir auf dem Weg zurück zum Motel waren. Sie war jetzt wieder aufgewacht, aber ihr Zustand war noch immer nicht ganz stabil. »Und wie soll es jetzt weitergehen? Ich lande wahrscheinlich in einem Tierheim und werde umgebracht, weil ich mit meinem Krüppelbein keiner haben will.« »So ist Jake nicht. Er ist ein Mensch, dem du vertrauen kannst. Er würde niemals ein Tier den sicheren Tod überlassen. Er wird dich aufnehmen, wie uns andere auch. Er könnte beinahe selbst ein Tierheim eröffnen«, sagte ich. TomTom stimmte mir zu. »Er hat recht. Jake ist der beste Mensch, den du finden kannst, wenn du in Not bist. Du kannst dich immer auf ihn verlassen. Vertrau mir da. Ich habe mit anderen Menschen, denen man nicht trauen kann, meine Erfahrungen gemacht.« Cheyenne lächelte zufrieden und schlief wieder ein. Ich legte mich an TomTom und wir merkten nicht einmal mehr, wie die anderen zu uns gelassen wurden. Wir schliefen die ganze Nacht durch, bis Jake am nächsten Morgen zusammen mit Sarah ankam und wir unserer neuen Heimat entgegenfuhren.